Ja, herzlich willkommen hier bei Blueframe Video. Wir haben 6.50 Uhr. In Dahl macht das Netto-Geschäft auf. Netto-Supermarkt. Um 7 Uhr pünktlich nach einer Tortur, 2,5 Jahre nach dem Hochwasser hier, ist es pünktlich am 19.12.2023 fertig geworden. Es wurde uns versprochen, dass das hier pünktlich fertig wird. Man hat sich dran gehalten. Ich bin echt begeistert. Die ersten Kunden stehen hier. Gleich geht's los. Ich darf auch rein und darf filmen. Ihr seid dabei. So früh stehe ich für euch auf. Werde ich halt eine Stunde später anfangen zu arbeiten. Kein Problem. Ich bin sehr gespannt, ob die mich vorlassen und ich der erste Kunde sein darf. Ja, die ersten Kunden stehen hier vor der Tür. Ich konnte mich vordrängeln, Gott sei Dank, damit ich als Erster reinkomme. Seit wann stehst du hier? Seit 15:15. Ach so, ich dachte seit 5 Uhr oder so. Nein. Aber ihr seid hier aber die Ersten. Aber zeitig aufgestanden. Ja, das bin ich leider auch. Sehr früh heute, aber ist egal. Das ist natürlich ein Highlight hier im Dorf bei uns. Und deswegen gucken wir uns das auch gleich an. Wunderbar. Ihr habt keinen Einkaufswagen. Wollt ihr nur durchgehen und gucken? Nein. Wir haben schon gewisse Vorstellungen. Sie nicht? Und er nein. Ist auch egal, wir gucken einfach mal. 6.59 Uhr, wir sind alle aufgeregt hier vor der Tür, warten. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ja, 12 Leute, die hier schon um 7 Uhr in das tolle Geschäft wollen. Hier hängen Luftballons. Drin Stadtbäckerei Kamp, habe ich ja schon vorgestellt. Brigitte ist übrigens auch da, ganz wichtige Person heute. Auch das Café ist da hinten aufgebaut. Das stand vor ein paar Stunden alles noch nicht hier. Ich kann ja mal einmal um die Ecke gucken. So sieht es mittlerweile aus. Und normalerweise müssten wir in ein paar Sekunden hier reingebeten werden. Da steht's. Öffnungszeiten, wo man mit bezahlen kann. Und ach ja, heute gibt es 10%. Irgendeiner sagte, das gibt es noch ein paar Tage mehr. Das steht hier aber nicht, ne? Leider nein. Nee, wüsste ich auch nicht. Also für mich ist das immer nur heute. Also kommt auf jeden Fall vorbei und seid dabei. Einer der ersten Kunden hier auf unserem Netto in Hagendahl. Auch der Parkplatz ist fertig geworden. Man sieht nichts mehr von dieser riesen Baustelle. Und das in der kurzen Zeit. Vor 4 Wochen hätte der mal hier sein müssen, wie es da ausgesehen hätte. Das ist Wahnsinn. Da kommt eine Person, werden wir reingebeten? Natürlich. Ach nein. Jetzt kommt der große Augenblick. Ich bin der erste Kunde heute. Ich freue mich sehr. Guten Morgen. Dann gehe ich einfach mal hier durch. Gehe ich einfach mal hier ins Netto rein. Gleich machen wir noch die Bäckerei. Guten Morgen. Die Kassiererinnen sind schon hier. Alles ist aufgebaut. Herzlich willkommen. Die Ware ist eingeräumt. Morgen. Die Ware ist komplett eingeräumt. Das Geschäft ist deutlich größer geworden als Edeka Preller. Wir sind ja jetzt hier im Netto. Das heißt, morgen. Hallöchen. Hi. Das heißt, es ist ja der Discounter von Edeka. Ich bin echt begeistert, wie toll das hier geworden ist. Ihr kennt ja meine Videos, wie das hier ausgesehen hat. Bevor das umgebaut worden ist, als Riesenbaustelle. Als relativ kleines Geschäft von Edeka. Es ist alles vergrößert worden als Verkaufsfläche. Die Betriebsgebäude sind ja hier daneben gebaut worden. Und deswegen sieht das alles schon sehr riesig aus. Ja, hinten die Kühltheke. Hier gibt es abgepacktes Fleisch. Ihr wisst das, hier gibt es keine Fleischtheke mit Frischfleisch. Ja, ganz wichtig, Getränke natürlich hier. Es ist nach Schema F aufgebaut, so wie die Geschäfte von Netto halt aufgebaut sind. Alles standardisiert, damit man auch immer das findet, was man haben möchte und sich mit dem Netto ein bisschen auskennt. Ihr werdet euch mit Sicherheit hier im Laufe der Zeit auskennen. Und ich bin gespannt, wie viele Leute heute kommen. Ja, natürlich nutzen die Kunden jetzt 10% an Rabatt hier. Das macht ja auch Sinn hier zur Eröffnung. Ich finde das auch gut. Jetzt gehen wir mal nach vorne. Ach, Spiritosen. Krombacher ist auch mal wichtig.
10,80 Euro heute. Das gibt's doch nicht. Gehen da immer noch 10% drauf. Also hier ist schon wirklich viel reduziert. Gerade am Anfang. Ja, ist doch schön. Bereich der Kasse. Auch toll gemacht. 1, 2, 3 Kassen sind hier. Ja, das wird den Dahl auf jeden Fall ausreichen. Da haben wir noch nie Probleme mit gehabt. So, jetzt geht's Richtung Bäckerei. Das ist natürlich wie immer eine tolle Ecke. Aber nächstes Jahr, da können wir auch. Der Herr Kamp ist auch höchstpersönlich hier. Guten Morgen, Herr Kamp. Große Anstrengung hier. Ja, klar, sicher. Aber jetzt sind wir glücklich und froh, dass es so gut losgeht hier in Baden. Ja, damals in der Bürgerhalle wurde versprochen, dass dieses Jahr geöffnet wird. Hat funktioniert. Ja, wunderbar. Also ich meine, man hätte natürlich ein bisschen früher aufmachen können, aber es ist halt, wir sind glücklich und froh, dass es jetzt wieder losgeht. Und ich denke, der Zeitpunkt ist jetzt auch vor Weihnachten noch der richtige. Als wenn man das jetzt im Januar gemacht hätte oder so, wäre es natürlich dann auch wieder so ein bisschen verhaltener gewesen. Und von daher passt das sehr gut. Ja, vor Weihnachten ist immer eine gute Stimmung bei den Menschen. Ich habe gesehen, sind viele hier. Bitte? Sind viele Leute hier? Ja, genau. Es ist halt, war ja gerade schon eine Schlange hier um 7 Uhr und ich denke, es wird gut angenommen. Und ja, die Dahler freuen sich, dass es hier wieder die Möglichkeit gibt, einzukaufen. Und wir freuen uns natürlich auch, nach so langer Zeit wieder hier zu sein. Ja, vielen Dank, Herr Kamm. Ja, danke auch. Ich gehe noch mal weiter durch. Hier sind die Tische und Stühle, kleines Café ist aufgebaut. Ein ganz wichtiger Mensch ist hier Brigitte. Auch so, danke schön. Brigitte ist natürlich auch hier angekommen. Guten Morgen, Roland, hallihallo. Hast du schön geworden hier? Ja, super, ne? Schön niedlich, klein, alles perfekt. Also die dunkle Farbe, das Helle dazwischen, schönes Licht. So ganz am Anfang, findest du alles wieder hier oder bist du noch nicht eingearbeitet? Ich bin noch nicht so ganz, weil es ist ja auch jetzt seitenverkehrt. Wir sind ja jetzt auf der anderen Seite, aber wir haben es ja ein bisschen vergrößert und das ist sehr, sehr schön. Genau. Aber ich weiß, du bist ein Profi, du willst das rocken. Ja, genau. So sehe ich das. Danke, Brigitte. Gerne, Roland. Ja, Rückgabe von Flaschen. Pfand ist natürlich auch hier. Ihr kennt ja das Netto-Geschäft, aber so ein schönes, neues Geschäft. Kennt ihr noch nicht, da bin ich mir sicher, ich auch nicht. Hallo, grüß dich. Und sowas mit Schokolade hier. Darf ich vorstellen, Schokocroissant. Schokocroissant, danke. Ja, so ist Brigitte natürlich. Ne? Bin aber extra zu ihr gegangen, ich möchte von ihr bedient werden. Das ist ein Insider, man kennt sich schon jahrelang. Und 21 Jahre kennen wir uns. 21 Jahre kennen wir uns, kannst du mal sehen. Ich habe dich jünger eingeschätzt. Zusammen eingepackt? Ja, auf jeden Fall. Hast du normale Brötchen? Ja, aber ein Angebot, 5 kaufen, 16 gratis. Ne, 2 reichen mir. Ja, okay. Dann machen wir doch ganz klassisch 2. Ne, machen wir doch 5. Jetzt hast du mich überredet. Ich will überzeugen. Ja, Brigitte kann man ja nichts abschlagen, das ist ja klar. Ja, ich weiß nicht, ob ich heute schon ins Café komme. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Da, guck mal, schöne Lampen sind da. Jawohl. Kann ich was tun für Sie, hallo? 2 Brötchen bitte. Ja, gerne. Ja, jetzt geht's gleich wieder nach Hause zum Arbeiten, dann geht's halt da weiter. Nach der Arbeit komme ich auf jeden Fall noch mal runter. Da ist noch mal ein Angebot von Herrn Kamm. Ja, wir bemühen uns das an. Werde ich jetzt hier auch warm. So, hier noch die Sendung wieder. Das ist Trinkgeld heute, das erste Trinkgeld, was du bekommst. Das erste Trinkgeld, ja. Ja, guck mal. Läuft, läuft bei uns. Dankeschön. Ja, schönen Tag wünsche ich dir auch. Tschüss zusammen. Ciao. Ach ja, was mein Vater noch gefragt hat, wo kommen denn die Einkaufswagen hin? Ja, hier, direkt auf dem Parkplatz. Hier war gestern noch gähnende Leere. Das ist in kürzester Zeit aufgestellt worden. Also, als ich hier das Video gemacht habe, in der Zeit stand es auf einmal. So sieht das aus, wenn der riesige LKW hier ankommt. Er ist rückwärts reingefahren und bringt Ware, ich glaube, täglich. Ich habe hier die Filialleitung erwischt. Die stellt sich jetzt einmal kurz vor und bitteschön.
Hallo, ich bin die Frau Skötz. Ich bin die Fährleitung. Ja, alle sind glücklich, dass das Geschäft aufgemacht hat heute Morgen, 19.12. Habt ihr schon irgendwelche Feedbacks bekommen von Kunden, die hier drin sind? Auf jeden Fall, die Kunden sind sehr glücklich. Vor allem, weil wir halt ein relativ großes Sortiment haben. Die Regale sind ja voll und ist auch ein großer Ansturm bisher. Für die Gegend natürlich. Ja, das habe ich gemerkt. Ruhig, ne? Genau. Ja, normalerweise schon, aber die kommen jetzt, ne? Das ist klar. Auch weil heute 10% sind? Ja, auf jeden Fall. Das merkt man total. Ja. Also auch im Non-Food-Bereich. Also wir haben ja sehr viele Kracher jetzt für die Woche. Und das fruchtet. Finden sich alle Leute hier schon zurecht oder ist hier alles zu neu? Tatsächlich finden sie sich zurecht. Also ja, wir haben ja eine große Beschilderung auch relativ. Und ja, also wir haben ja viele Fialen, die sehr ähnlich aufgebaut sind. Wir haben auch Kundschaft natürlich, die jetzt aus einer anderen Fiale dann vielleicht auch rüberkommen und das funktioniert. Das heißt, die Kassiererinnen sind neu eingestellt oder kommen die von anderen Filialen? Beides tatsächlich. Also es gibt ein paar neue, die haben wir natürlich vorher angelernt, die wurden dann eingearbeitet in anderen Fialen und auch ein paar alte, die dann aus anderen Fialen rausgenommen wurden. Mhm. Das ist sehr gemischt. Ja, und die Rita ist auch beim Kamp, habe ich gesehen. Die wurde oben in Breckerfeld angelernt und die Bäckerei läuft auch schon gut. Was du gerade gesagt hast, sind diese gelben Schilder, die da oben sind. Ne? Da kann man sich dran orientieren. Die habe ich noch gar nicht gesehen, so hoch gucke ich gar nicht. Aber das ist das, ne? Genau, natürlich. Also oben drüber und an den Seitenregalen gibt es natürlich auch nochmal Beschilderungen, damit man weiß, wo was zu finden ist. Im Groben, ja. Ja, dann Dankeschön für die Informationen hier und viel Spaß bei der Arbeit. Ja, vielen Dank auch. Ja, ich habe hier eine Kundin erwischt, die wird mal was dazu sagen hier. Erwischt, genau. Ich wurde erwischt. Ja, hier. Trink mal Latte Macchiato. Ja. Kaum zu glauben, dass ich jetzt in Dahl hier bei Netto sitze und genießen kann. Prost, Dachirn. Ja. Stadtbäckerei Kamm. Genau. Ist das ja? Ja, bei Netto. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber hier ist ganz schön gemütlich. Schöne Aussichten. Ja. Ja, danke für die Info. Ist natürlich jetzt ein bisschen schlechtes Wetter draußen, aber wenn hier mal die Sonne scheint, wird es schön. Wir sitzen hier bei der Stadtbäckerei Kamp, haben uns ja ein Getränk geholt und es ist sehr entspannt und sehr angenehm mittlerweile hier. Man gewöhnt sich dran und wird es nicht mehr missen. Ja, tschüss, schönen Tag euch alle. Ja, mein Mikrofon hat gestreikt, blöderweise. Ja, gut. Da ist der Ton halt ein bisschen anders als sonst, aber das kriege ich schon hin. Ja, das war die Eröffnung vom Netto im Hagener Süden in Dahl. Ihr dürft natürlich alle herkommen, auch vom Hagener Bereich, egal wer. Die 10% sollte man sich nicht entgehen lassen. Und da kommen auch meine Nachbarn schon an. Also der Parkplatz ist schon fast voll. Guten Morgen. Morgen. Hi. Ja, der Parkplatz, das hätte ich nicht gedacht. Ich mache mal einen kleinen Überblick hier. Ich gehe mal nach außen vom Parkplatz. Wie viel hier tatsächlich los ist, wer hätte das gedacht? Guck mal hier. Alle Leute machen Fotos, sind natürlich begeistert. Videos mit ihrem Handy, mit dem Smartphone, um das hier in Erinnerung zu halten, wie es mal hier losgegangen ist. Der Edeka-Markt selbst steht seit 23 Jahren hier. Im Jahr 2000 ist die Eröffnung gewesen. Und das Gebäude konnte ja beibehalten werden, ist nur etwas verändert worden, vergrößert worden im Verkaufsbereich. Dann sind die Sozialräume ja noch angebaut worden. Moin, moin! Die Sozialräume sind angebaut worden, damit die Verkaufsfläche größer ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine 800 Quadratmeter. Das ist aber notwendig für Netto selbst. Ich stelle mich nochmal hier vors Schild. Ich gehe mal rückwärts. So, ist das schöner. Ja, schön, dass ihr dabei wart, hier mal sowas zu sehen, wie so ein Markt eröffnet wird. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen hier. Auf Blueframe Video. Macht's gut.